Hallo Leute, ich bin total stinksauer auf diesen blöden Staat hier, in dem wir leben als Deutsche. Also ich bin zurzeit EU-Rentner gewesen bis zum 30.06. diesen Jahres, habe Anfang des Jahres einen Antrag auf Verlängerung gestellt, dass ich Erwerbsminderungsrente weiterbekomme. Dann kam ein Bescheid, ja, dass ich wieder voll arbeitsfähig bin, obwohl meine Ärzte mir bescheinigen, dass meine Psyche immer noch so angeknackst ist, dass ich nicht arbeiten kann und dass es eine schwere depressive Störung ist und nicht eine leichte, wie sie alle sagen. Ja, und jetzt war ich natürlich, weil ich keinen Bescheid gekriegt habe von der deutschen Rentenversicherung, war ich natürlich ja auch dann beim Arbeitsamt vor 2 Monaten, habe mich arbeitslos gemeldet und arbeitssuchend gemeldet. Ja, bis jetzt kein Arbeitslosengeld gekriegt, obwohl jetzt heute der 13.07.2016 ist und ich habe auch keinen Bescheid, nichts gekriegt, was ist. Es kam dann auf einmal vor 3,5 Wochen, kam auf einmal, nachdem ich angefragt habe, wie denn mein aktueller Bearbeitungsstand ist, nur eine telefonische Aussage, ja, meine ganzen Unterlagen seien nicht da, obwohl ich kurz nachdem ich mich arbeitslos gemeldet habe, beim Arbeitsamt die ganzen Unterlagen abgegeben habe. Ich kann sie auch gerne noch mal zeigen. Hier, mein Ordner ist ja nicht gering. Nein, ist ja gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Ja, war ich natürlich da, habe ich denen das vorgelegt. Ja, dann hat der gute Herr, bei dem ich war, gesagt, ja, alles in Ordnung, alles passt. Ja, ich soll nach Hause gehen und kriege dann mein Arbeitslosengeld. Prompt, ja, habe ich eben, wie gesagt, vor 3, 3,5 Wochen dann nochmal angerufen, weil ich keine Antwort gekriegt habe. Hieß es, keine Unterlagen da, die ich eben gerade eben gezeigt habe, die ich eigentlich alle da habe und dass ich sie hätte. Genauso auch meine medizinischen Unterlagen seien nicht da. Ja, hier, bitte, das sind meine medizinischen Unterlagen. Ja, auch nichts. Genauso und weiter und so fort. Dann dachte ich mir, was soll das Ganze? Habe ich mich beschwert? Habe dann die ganzen Unterlagen nochmal, weil die das so ja wollen, eben per E-Mail nachgeschickt am selben Tag. Ja, dann habe ich nach 1,5 Wochen nochmal angerufen, habe gesagt, was ist jetzt los? Habe immer noch keinen Bescheid, noch nichts. Ja, hieß es so, ja, die Unterlagen seien immer noch nicht da. Dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Dann sagte mir die gute Kollegin auf einmal, oh, Entschuldigung, nein, es ist eigentlich alles da. Ja, aber sie konnten da vielleicht irgendwas nicht lesen. Dann habe ich diese Unterlagen sicherheitshalber nochmal geschickt. Das war dann natürlich letzte Woche, am 5., nee, halt am, ja, 5. Juli oder sowas, ja, habe ich die Sachen dann geschickt. Nochmal, habe sie dann auch zusätzlich nochmal in einem anderen Format als E-Mail geschickt. Ja, heute rufe ich nochmal an beim Arbeitsamt. Hieß es so, ja, die Unterlagen sind nicht da, sie sind immer noch nicht da. Und dann sage ich so, das kann es nicht sein, ich habe sie ihnen eingeschickt. Ja, vielleicht müssen sie gesundheitliche Überprüfung noch. Sage ich so, ja, ich habe aber nie eine Einladung gekriegt, dass ich zur gesundheitlichen Überprüfung gehe. Ich möchte doch bitte wissen, was jetzt los ist. Ja, kam nichts. Wer können Sie dann hier weiterleiten? An die Fachabteilung, dass sie sich nochmal meldet, sei so, ja, ich brauche dringend Geld, sei so, ich muss meine Miete zahlen. Ja, dann sagen sie so, ja, nee, Schnurz, egal, ich muss auf den Bescheid warten, sie gibt es mal an die Fachabteilung weiter. Super, jetzt bin ich stinksauer und weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin richtig sauer, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So, gleichzeitig habe ich mich natürlich, weil ich nichts gehört habe, bin ich ein pflichtbewusster Bürger, war ich natürlich auch schon beim Jobcenter gleich vor 3 Wochen. Ja, habe mich beim, also um Hartz IV zu beantragen, habe dann versucht, mein Hartz IV zu beantragen. Ja, dann hieß es also, ich brauche dringend am 1. Juli 2016 Geld. Da hieß es so, ja, so schnell geht das nicht. Wir müssen Sie erstmal hier begutachten und weiß ich was alles. Und gleichzeitig, ja, der Termin ist erst in 3 Wochen. Dieser Termin war jetzt natürlich vor einer Woche am Donnerstag. Ich war dort, habe dann meine ganzen Unterlagen abgegeben für das Hartz IV. Heute kam natürlich dann der Brief. Ja, was steht da in diesem Brief drin? Ja, ich bekäme angeblich schon seit dem 1. Juli
Hartz IV, ich habe auch nichts auf dem Konto, habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, ist nichts drauf. Gleichzeitig steht aber drin, Sie wollen von meiner Rentenversicherung Geld haben, Sie wollen von einem Arbeitsamt Geld haben und ich soll meine Wohnung innerhalb von einem halben Jahr verlassen, ja, wo ich jetzt auch stinksauer bin, ich soll auf einmal meine Wohnung verlassen. So, und kam mit einer riesengroßen Belehrung geschickt. Hier, ich kann sie auch mal zeigen. Oh, und so, ja, dass ich meine Wohnung unbedingt dringend hier eben dann verlassen soll und mir eine neue Wohnung suchen soll, weil sie angeblich um 140 Euro zu teuer ist gegenüber dem Regelsatz. Ja, und das alles, weil unsere Behörden schlafen ohne Ende.